Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in PHP. Heute geht es um sogenannte assoziative Arrays. Das hört sich jetzt erstmal mega kompliziert an, ist aber eigentlich sogar noch viel intuitiver als die normalen Arrays. Nachteil ist, dass ihr keine For-Schleife mehr benutzen könnt, sondern ihr müsst dann eine For-Each-Schleife benutzen. Okay, aber genug gelabert, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar sagen wir hier, wenn wir ein Array kreieren, sagen wir dann nicht einfach F und M, sondern wir sagen... keine Ahnung, wir sagen zum Beispiel, wir hätten gerne eine gewisse Anzahl an Personen, die irgendwelche Eigenschaften hat. Sagen wir einfach mal, die Alice und Bob, für die Leute, die meine Krypto-Serie gucken, kennen die zwei schon. Alice ist, keine Ahnung, zum Beispiel 20 Jahre alt oder sowas. Und dann haben wir noch einen gewissen Bob. Alice und Bob kennen wir ja beide. Genau, der Bob ist dann, keine Ahnung, 23 oder sowas. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr hier braucht. Jetzt haben wir nur zwei Einträge. Ihr könnt natürlich beliebig viele Einträge wieder machen, also 100.000 Einträge. Aber der Trick ist jetzt hierbei, wenn ihr irgendwas ausgeben wollt, dann macht ihr einfach ein Echo, Dollar Geschlechter. Ja, okay, der Name ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so einprägsam. Parteien, sag ich jetzt mal. Okay. Und dann sagen wir hier nicht an der Stelle 0 oder an der Stelle 1, sondern wir sagen direkt hier vorne, das hier ist der Key. Darüber muss ich jetzt drauf zugreifen. Also sage ich jetzt hier, okay, ich hätte das Ganze gerne über Alice. So, und halt, ich habe noch meinen Semikolon nicht gesetzt, noch nicht speichern drücken, jetzt können wir speichern. Gut, und wenn ich das jetzt so ausgebe, dann bekomme ich hier erstmal einen Fehler. Warum bekomme ich einen Fehler? Das liegt daran, dass ich hier unten immer noch mit Geschlechtern arbeite und nicht mit den Parteien. Okay, so, den unteren, den Teil könnt ihr gerade mal kurz ignorieren. Der wichtige Teil ist hier, dass ihr 20 zurückbekommt. Das heißt, wenn ihr hier auf Alice drauf zugreift, bekommt ihr sofort den Wert hier drüben. Jetzt müsst ihr euch halt diese Dinger hier merken. Das geht leider nicht so einfach. Die muss man halt irgendwie parat haben. Aber man kann hier direkt auf Alice und auf Bob zugreifen und kriegt sozusagen direkt ihre Alter. Praktisch ist es vor allem, wenn ihr mit Datenbanken irgendwie arbeiten wollt, denn da bekommt ihr oftmals irgendwie so einen Wert und über dieses assoziative Array könnt ihr dann direkt sagen, okay, der Wert passt zu dem und dem und so weiter und so fort. Super cool. Und wie ihr gesehen habt, die For-Each-Schleife funktioniert auch schon. Allerdings geben die mir nur den Wert aus, also das hier hinten. Das ist der Wert, das hier vorne ist der Key. Ich iteriere also, wenn ich mit einer For-Each-Schleife mache, so wie wir es bisher hatten, nur über die Werte drüber. Also kriege ich hier 20 und ich kriege 23 raus. Hier kann natürlich auch ein String stehen, ist völlig egal. Ich kann hier auch ABC reinschreiben. Da muss ich aber bei Bob hinten dran auch irgendeinen String haben, keine Zahl. Okay, aber wenn wir das mal so lassen, wir wollen jetzt mal vorne die Keys auch betrachten. Und was wir dann sagen ist, wir sagen nicht $Parteien as $Wert, sondern wir sagen $Parteien as $Key. Also ihr könnt natürlich wieder eure Variablen nennen, wie ihr wollt. Aber das da vorne ist der Key und das hier hinten ist der Wert. Und ihr macht diesen Pfeil da einfach und dann passt das Ganze. Und wenn ihr jetzt den Key ausgebt, Key. Ist gleich und dann, keine Ahnung, wieder ein Punkt. Und dann geben wir uns den Wert aus, $Wert. So, dann bekommt ihr hier erstmal die 23, die könnt ihr jetzt ignorieren, weil das ist die Ausgabe von dem hier, die machen wir gerade noch raus, dann bleibt das eindeutiger. So, und dann bekommt ihr hier erstmal Alice gleich 20, das gleiche haben wir selbst reingeschrieben, Bob gleich 23. Das heißt, wenn ihr das so schreibt, dann bekommt ihr hier über Key euren Schlüssel, also den linken Wert. Und über Wert bekommt ihr den rechten Wert, also über eine For-Each-Schleife. Und die gibt euch sozusagen einfach alles dann aus, was ihr so braucht. Super cool und super spannend und sehr, sehr, ja, nützlich, kann man auch sagen. Gut, das war's erstmal mit den Schleifen. Ich glaube, ihr habt jetzt genug davon. Und nächstes Mal schauen wir uns irgendwas anderes an. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.